Hallo Altblechpraktikanten, willkommen zurück auf meinem Kanal, willkommen zurück beim Projekt Golfi. In dieser Folge schauen wir uns die Klimaanlage so ein kleines bisschen an, beziehungsweise die Nichtfunktion dieser Klimaanlage und warum das Ding nicht funktioniert. Ich habe da schon mal so ein kleines bisschen was vorbereitet und einige Messungen vorgenommen. Kleiner Tipp, es ist der Klimakompressor, aber warum und wieso zeige ich euch gleich. Um das Thema anzugehen, sollen wir uns erstmal anschauen, was ist überhaupt die Klimaanlage beim Golf 4. Naja, je nachdem, was wir für eine Ausstattung haben, haben wir eine Klimatronik oder vielleicht auch nicht. In diesem Fall haben wir eine. Wir haben also hier unten beim Diesel unter der Lichtmaschine einen Klimakompressor. Innen drin natürlich ein Klimagerät, vorne zwei Lüfter. Hier unten ein Trockner, da unten ist er. Und ja, sonst das übliche Geraffel, Stellmotoren und so ein Scheiß. Bei diesem Fahrzeug ist es so, wir haben hier etwas Kältemittel drauf auf der Anlage. Woran sehen wir das? Ganz einfach daran, dass, wenn jetzt nicht das Bein einklappen würde, so, wir also im Ruhezustand 3,7 Bar da drauf haben. Das ist so ungefähr der Dampfdruck bei 5 bis 10 Grad. Das passt also soweit. Ich habe auch vor einiger Zeit probeweise mal 500 Gramm aufgefüllt, um zu gucken, woran es liegt. Klimaanlage läuft und wieso die läuft und warum sie dann gleichzeitig wieder nicht läuft, schauen wir uns an, nachdem ich den Mülleimer mal gestartet habe, kurz. Es hat jetzt gerade Klick gemacht, der Kompressor läuft mit. Wir sehen aber, dass sich die Druckverhältnisse hier marginal ändern. Ich gebe jetzt gleich nochmal ein kleines bisschen Gas. Normalerweise sollten wir jetzt auf der einen Seite so um die 10 Bar haben und auf der anderen Seite ja so die 3, ne? Da tut sich nicht ganz so viel. Wir holen jetzt mal das Kältemittel runter von der Anlage und bauen dann den Kompressor mal aus. Für diejenigen, die sich wundern, warum das Auto gerade so laut war, unten ist das Ladedruckrohr ab, weil ich da was gemessen habe an den Lüftern, weil die nämlich auch nicht funktionieren, woran es liegt. Wir holen jetzt das Kältemittel von der Anlage runter und dann schauen wir erstmal an, wie das weiter vor sich geht. Etliche werden sich sicher jetzt wieder fragen, was ist der Junge für ein geiler Typ, dass er die Sachen einfach so da rausnehmen kann? Ja, das frage ich mich auch. Denn viel mehr als rausnehmen. Das ist ja im Grunde nicht, ne? So einfach geht's. Nein, Späßchen. Um das ganze Ding rauszunehmen, ihr müsst natürlich den Riemen runternehmen. Ich denke mal, das ist selbsterklärend. Dann zwei Schrauben, die den Kompressor halten, lösen. Ja, das sind meine, ich finde ich mich noch richtig erinnere, 16er gewesen. Die müsst ihr rausdrehen, wobei die obere so halbwegs stecken bleiben kann. Ja, dann den Klimakompressor rausnehmen und dann entsprechend das Ding rausziehen. Das trifft auf alle Turbodiesel zu. Andere Diesel, Vierzylinder-Turbodiesel, alle anderen Vierzylinder, ich weiß ja nicht, was es sonst noch für Motoren beim Golf gibt, sind da ein bisschen anders aufgestellt. Wir bauen jetzt mal den Kompressor um. Ich zeige euch mal so ein paar Unterschiede gleich. Und dann bauen wir das Ding wieder ein, füllen es auf und dann gucken wir, was passiert. Ich hoffe, dass der nicht gefressen hat. So, liebe Altblech-Praktikanten, wir sind zurück. Es ist tatsächlich einige Tage später und warum, erkläre ich euch jetzt. Also, wir sehen hier den alten Kompressor und hier den vorbereiteten neuen Kompressor. Der ist jetzt auch mittlerweile schön sauber, der ist natürlich schon abgehangen, ne? Neuer Kompressor bei so einer Kiste muss nicht unbedingt sein. Und die Ursache für die einige Tage später haben wir hier, das ist das Öl aus dem alten Kompressor. Wie man sieht, hat er gut gefressen. Ich musste also das Kältesystem spülen entsprechend, das habe ich gemacht und habe einen neuen Trockner eingebaut und so weiter. Und das ist jetzt also safe, was wir jetzt noch machen müssen. Wir müssen die Kupplung umbauen. Das geht eigentlich relativ easy. Zum Glück ist die heile geblieben. Wie es hier unten drunter aussieht, weiß ich noch nicht so ganz. Das schauen wir uns jetzt mal an.
Na, komm noch da raus. Und wenn wir nachher noch Zeit haben und ich vorhin noch so ein bisschen Motivation habe, pflücken wir den alten Kompressor mal auseinander. Ups. Das war clever, Felix. Rausgehämmert und gleich wieder reingeschlagen. Ich habe bestimmt noch einen Abzieher, für den ich nicht habe. Wenn, ich bin nur interessiert an der Magnetkupplung. Wenn dieser ganze andere Scheiß kaputt geht, ist das nicht weiter schlimm. Weil er wird mit Sicherheit durch die Überlastung derbe gelitten haben. Na komm doch da raus, du blöde Sau. Dumme Robbe. So. Oh, tatsächlich sieht die noch gar nicht so schlecht aus. Besser als die, die ich eigentlich einbauen wollte. Die legen wir mal auf Seite. So, jetzt holen wir uns... Die Riemenscheibe ist schlecht, die nehmen wir nicht. Was wir uns aber nehmen, ist auf jeden Fall der Sprengring, der alte ist mir nämlich weggeflogen. So, weg damit. Und jetzt sind wir am Objekt der Begierde angekommen. An der Magnetkupplung. Weil die hat nämlich einen anderen Stecker. Das heißt, wir übernehmen auch diesen anderen Scheiß und lässt das dreckige Ding endlich von meiner Werkbank runter. Ich sollte mir mal einen vernünftigen Satz Sprengringzangen kaufen. Die kosten ja Geld, ne? Ich muss das mal eben in den Schraubstock einspannen. Das ist also das Ding, was wir brauchen. Ich mache jetzt hier kurz sauber. Und dann stecken wir das gleich alles wieder auf. Draußen sind die Parasiten meines Vermieters aktiv. So, der Sprengring ist wieder drauf. Jetzt gucken wir uns nochmal die olle Riemenscheibe an, die neue gebrauchte. Und vergleichen die mal mit der alten. So, die Rippenzahl ist gleich. Der Durchmesser ist gleich. Beide haben also noch ein bisschen Material. Aber was ich weiß, ist das Lager von der neuen gebrauchten Riemenscheibe wesentlich besser als von der alten. Das heißt, wir machen das mal eben sauber soweit. Mit dem Deckel bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Den machen wir auch sauber. Dann haben wir den ganzen Kram wieder schlüssig soweit. Wir sehen uns sofort. Mit einer schönen sauberen Riemenscheibe machen wir jetzt weiter. Die also wieder aufpressen oder klopfen oder schieben, je nachdem. So, das war das. Und die hat merklich weniger Spiel. Diese Kollegin kriegt jetzt also hier den ollen Sprengring verpasst, den ich im alten Teil verloren hatte. Beziehungsweise der mir so weggeflipst ist, dass ich ihn nicht mehr wiedergefunden habe. Sprengringzange wäre doch was, ne? Eine richtige. Oder mehrere richtige.
Dann machen wir es halt wie in Russland. Oh, so wird das auch nichts. Verdammte Scheiße. Ja, die passt nicht. Die ist nicht passend genug geschliffen. Meine Fresse. Arm darf man sein, nur nicht dumm. Ich habe einfach meine Zange ins Recht gebogen. Jetzt geht's. So. Schauen wir nochmal, dass das wirklich richtig sitzt. Ich habe zwar alles ein bisschen reingeklopft, aber man kann ja nie wissen. Na. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Jo. Jetzt kümmern wir uns noch um den Deckel. Und ganz wichtig ist, hier unten ist eine Unterlegscheibe drin. Das ist eine Anlaufscheibe. Die muss genau da bleiben, wie, wo die ist. Die stellt nämlich das Spiel ein in der Kupplung. So, und genau so ist es, wenn da also ein Staubkörnchen zwischen ist. Das ist Knarz, das ist richtig, aber die darf keinen Kontakt haben. So, anballern das Ding. Fertig. Ja, und dann? Die restlichen Arbeiten sind ja recht überschaubar jetzt, denke ich mal. Auch für jeden erkennbar. Kabelführung montieren. So. Und voilà. Das habe ich schön in Klimaöl geschmissen. Und so. Wie funktioniert so ein Klimakompressor? Das ist denkbar einfach. Also wir haben hier die Riemenscheibe, die sich permanent dreht. Und wenn der Magnet anzieht, ne, dann wird das nach innen gezogen und dann ist der Kraftschluss hergestellt. Also das ist federnd gelagert. Ne? Ja, und dann läuft das ganze Ding mit. Wie der von innen funktioniert. Das schauen wir uns hoffentlich gleich an und wie so ein Kompressor richtig im Arsch aussieht. Den ganzen Müll wieder zusammen und eingebaut geht es jetzt noch darum, da die 800 Gramm Kältemittel drauf zu pupsen. Das machen wir jetzt mal ganz fix. Sollte eigentlich so da reingehen. Hm, vielleicht auch nicht. Oder? So, 800 Gramm sind drauf. Wir lassen den Hobel mal an. Er braucht ein bisschen, das ist ein Verdichter mit variabler Verstellung. Wenn die lange gestanden haben und noch kein Kältemittel drauf hatten, dann brauchen die mal so ein bisschen erst, bis sich die ganzen Walzen wieder entsprechend alle anlegen. Der Druck läuft aber hoch. Innen kommt noch schön kalte Luft. Die Saugseite ist auch schön kalt. Die Druckseite ist heiß, also das scheint geklappt zu haben. Mittlerweile auch schon mal 11 Bar, also das sieht ganz gut aus. Musik
13 Bar, tipptopp, läuft alles. Ich schalte das Ding ab. Der braucht jetzt natürlich ein bisschen, bis er sich wieder abgekühlt hat, soweit denn die Lüfter laufen nicht. Aber auch so der Kältemittelfluss, das hört sich eigentlich alles ganz gut an. Druck baut sich ab. Für meinen Geschmack zu langsam. Aber auch das kann natürlich an den kaputten Lüftern hängen. Jo, jetzt geht's vorwärts. Lüfter per Hand drehen hilft auch. Liebe Altblechschrauber, das soll es gewesen sein für heute. In der nächsten Folge kümmern wir uns mal um die Lüfter und allgemein die etwas marode Elektrik an diesem Fahrzeug. Auch kümmern wir uns um die Batterie, beziehungsweise nee, die Batterie kann ich glaube ich noch so einbauen, das braucht ihr nicht unbedingt sehen. Aber wir kümmern uns allgemein in der nächsten Folge um die etwas marode Elektrik, also die Lüfter, den Türkabelbaum und so weiter. Achso, ich wollte noch den Kompressor auseinanderbauen. Das zeige ich euch gleich im Anschluss. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen, für die vielen tollen neuen Abonnenten, für die netten Kommentare. Einige musste ich leider löschen aufgrund von einiger Entgleisung, einiger weniger. Aber wir sind eine Community und entsprechend muss also auch solche Geschichten geben und auch sowas muss leider geregelt werden. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt viel Spaß beim Kompressor zerlegen. Haut rein! Herzlich willkommen zur Afterwork-Party mit Felix. Wir schauen uns jetzt einfach mal die Kompressorinnereien an und ich habe entsprechendes Spezialwerkzeug schon bereitgelegt und einen Hammer. Denn das Ding wird vermutlich ziemlich im Arsch sein. Was ich auf jeden Fall rekonstruieren kann, ich hoffe, ihr hört mich halbwegs, ist, dass es überladen wurde. Und zwar sieht man das daran, dass hier hinten, ich habe hier noch ein Überdruckventil, was in Ordnung ist, das sieht eigentlich so aus, da ist so ein Aufkleber drauf und wenn der weg ist und das Ding sieht so aus wie hier, dann war da zu viel Kältemittel im System und hat gemacht. Es gibt mehrere Ursachen. Idioten, die die Klimastation nicht bedienen können. Ist das ein versteinertes Tier oder? Oh, guck mal, hier draußen hängt schon Metallfetzen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, wie es denn weitergeht. Ja, oder aber? Jo, irgendein anderer Schaden. Ah! Boah. Wir sollten ein bisschen aufpassen, das Ding spritzt mit Öl. Da ist noch Kältemittel drin gewesen, in irgendwelchen Taschen. Jetzt nicht mehr. Wir werden den natürlich wieder hochprofessionell zusammensetzen hinterher. Steht ja wohl außer Frage, oder? Warum ist meine Mülltonne? Mein Schraubenbehältnis. Kann ich die Schrauben noch verwenden? Nee. So, oh. Sieht schon mal sehr gut aus. Das sind die Ventile. Ne? Ein- und Auslass im Prinzip. Und das sieht schon mal nicht schlecht aus. Was gut ist, dass die Druckseite trocken ist. Das ist auch das, was ich gesehen habe beim Spülen. Also im System war 0,0% Dreck. Wir schauen mal weiter. Es bleibt spannend. Was wird denn das hier wohl sein? 17? Ist zu groß. Es wird also 17 sein. Wo ist 17? Ja, hier.
immer das Werkzeug schön wieder dahin legen, wo es herkommt, merken, wo die Teile hinkommen, damit wir das Ding hinterher wieder zusammensetzen können, ne, wenn wir es überholt haben. Oh, da kann man noch eine schöne Blume rausbasteln. Das Teil funktioniert schon mal noch. Hier die Zylinderkopfdichtung, die ist auch noch gut. Alle Kolben sind noch da. Ich weiß nicht, was das Problem hier sein könnte. Das Ding sieht doch super aus. Das vielleicht einfach mal über Nacht den Bremsenreiniger einlegen. Das dreht sich sogar noch. Hat es also tatsächlich nur nicht mehr gelaufen? Okay, das wird das Problem sein. Das ist das Variable Dingens, Bummens, Capacity-Ventil. Und da geht's schon los mit Dreck. Wir machen mal weiter. Ah, ist das ekelhaft. So, mal schauen, wie es hier drunter aussieht. Wie geht das denn wohl auseinander hier? Hochprofessionell, Präzision. Ach, guck mal hier. Oh, das Lager ist bestimmt noch gut. Ich sehe das Problem nicht. Ist doch tipptopp, oder? Ach, erstmal ohne Scheiß. Das Gehäuse kannst du auf jeden Fall noch verwenden. Ja, das Problem liegt tatsächlich hier. Der hat hier gefressen. Okay, also mit diesem Ventil, was ich euch gerade gezeigt habe, hier wird, so wie ich das verstehe, die Druckdifferenz zwischen Eingang und Ausgang gemessen. Und mit... So, mach mal Urlaub. Mit dieser Differenz wird der Schlag der Taumelscheibe hier eingestellt. Also das ist die Taumelscheibe. Die ist im Prinzip so, dass sich das Teil hier dreht und damit die Kolben rein und raus bewegt werden. Und wenn also da drin was frisst, was es scheinbar getan hat, dann der Dreck ist am meisten in dieser Verstellung hier. Ja dann, gute Nacht. Oh, die Feder, oder? Nee. Also das Problem liegt definitiv hier drin. Und hier ist alles voll mit Metallspänen. Aber ich sehe, das Problem ist nicht so ganz. Oder ist das Ventil die Ursache? Schade, ich dachte, wir sind ja so ein richtig zerfetztes Ding. Aber es riecht auf jeden Fall sehr angenehm schon mal. Sonst, das ist noch gut. Das Problem war ja auch, er hat sich ja noch gedreht. Er hat ja auch mikrominimal gefördert. Wahrscheinlich, weil er hier entsprechend immer auf Null stand. Ja, gut, aber was willst du hier dran noch sehen? Dazu müssen wir es erstmal abwaschen und guckt euch mal meine Finger an. Naja, schade. Ich dachte, ich konnte euch jetzt was Schönes zeigen, dass das Ding also komplett von innen zerfetzt ist. Das ist es leider nicht. Also ich würde sagen, wir machen es jetzt einmal sauber und verkaufen es ungeprüft bei eBay, ne? Irgendwo muss ich ja die Werkstatt finanzieren. Oh, hier hat er auf jeden Fall ein bisschen gefressen hier oben. Aber... Jetzt müsste man es jetzt noch weiter zerlegen. Ich halte mal kurz einen Bremsenreiniger drauf. Also, der exquisite Geruch hat sich sogar noch verbessert. Aber euch zuliebe kneife ich mir mal die Nase zusammen.
versuche das Ding mal weiter hier auseinander zu pflücken. So, Feder raus. Nehme ich einfach mal den Hammer. Oh, jetzt ist es sogar wieder beweglich. Ach, guck mal einer an. So macht man das übrigens mit den scheiß Sprengring, ne? Einfach hier so einmal rein, bam und tschüss. Ich sehe das Problem. Also ich würde mal sagen, das Problem könnte hier liegen. Daran, dass der kaum gefressen hat an der Stelle. Und auch nicht mal mehr auseinandergehen will. Eigentlich sollte aber ein Lager drin gewesen sein. Also eins sehe ich, aber eins fehlt irgendwie. Hier drin ist eins. Hier unten drin ist eins. Also auch noch tipptopp. Ey, ich weiß gar nicht, was das Ding hat. Ist doch wie neu. Und hier sollte meiner Meinung nach auch eins drauf sein, aber das hat kaum gefressen. Ja. Hier kann man noch irgendwas Schönes von basteln. Irgendwie so ein Maikäfer oder sowas, der hier so hin und her krabbelt. Naja, gut. Also ich habe für euch meine Werkstatt schwarz gemacht. Ja, das brauche ich noch. Wir haben gesehen, woran es gelegen hat. Der hat also hier gefressen. Und hat dann, der hat sogar massiv gefressen hier, wenn man sich das anschaut. Da war mal eine Beschriftung. Der hat also massiv gefressen und dadurch kam es also dann entsprechend zum Ausfall, weil glücklicherweise der nicht mehr fördern konnte, weil diese Flatterventile also nicht mehr abgedichtet haben. Das ist auch der Grund, warum ich die Klimaanlage so einfach reparieren konnte. Hätte sich dieser Scheiß im gesamten System verstreut, ja, hätten wir, glaube ich, nicht weiterreden müssen, weil das kriegst du nie wieder raus. Das ist ja im Prinzip, das ist ja Schraubenflutschi, Paste, Anti-Seize, Guss Edition, ne? Also da brauchst du, glaube ich, nicht die Hoffnung machen, dass du das jemals in Ordnung kriegst. Und da reden wir noch nicht mal von der wirtschaftlichen Reparatur. Was auch interessant ist, manche dieser Pleuel hier gehen sehr, sehr leicht. Und manche gehen also wirklich je nach... Der geht beispielsweise richtig, 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 richtig schwer, ne? Ja, so ist das, ne? Ja, die Ursache dafür? Keine Ahnung. Idiotism? Kann ich nicht genau sagen. Aber ich würde sagen, dieses Lager hier, das können wir einfach einmal sauber machen. Das können wir mit Sicherheit wieder schön weiterverwenden für Anlassreparaturen oder so. Naja, gut. Spaß beiseite. Also das ist so ein kaputter Kompressor von innen, der hat also gefressen. Das soll schon mal beim Golf 4 relativ häufig passieren. Ist ein Qualitätsprodukt der Firma Sanden aus Japan und sollte eigentlich solche Schäden nicht aufweisen. Aber naja, wer weiß wieso, weshalb, warum. Ich räume jetzt hier auf. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht treffen wir uns demnächst nochmal Afterwork-mäßig in anderen Gelegenheiten für andere Videos oder vielleicht auch mal in Real Life. Wir sehen uns. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Ja, wie mache ich das jetzt aus? Ja, so.